Was soll das? Die Frage kann man sich stellen, wenn man aktuell auf die Märkte guckt. Denn nur schaut's euch an hier. So richtig der Vortrieb, den gibt es nicht mehr. Der Markt ist zwar immer noch hier in dem Grobeindruck hier in der positiven Stimmung, aber ihr seht das schon hier. Das taugt doch schon vorne und hinten nichts. Jetzt interessanterweise, ihr wisst ja, ich gucke mal gerne auf, was ist die starke Bewegung, die schwache Bewegung. Und jetzt komme ich auf das, was soll das? Ich gehe mal hier vorsichtshalber auf den 15-Minuten-Chart, dass wir ein bisschen mehr sehen. Wir sehen, dass wir irgendwie in alle Richtungen immer wieder auch mal Schärfe zeigen. Also der Markt ist uneinheitlich. Jetzt kann man sagen, ah, siehst du, deine Methode taugt nichts. Na gut, das kann durchaus sein. Aber es zeigt halt, dass der Markt unentschlossen ist. Es gibt Fans für beide Seiten. Es gibt die Käufer, die noch sagen, um Himmels Willen, na klar, stehe ich noch ein für die Long-Seite. Und es gibt diejenigen, die jetzt jederzeit möglichst schnell Gewinne mitnehmen, um dann zu sagen, raus, 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 raus. Und deshalb sind die Bewegungen auf beiden Seiten relativ schnell. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich, weil man sich idealerweise ja wünscht, jede dieser Bewegungen mitzunehmen. Aber in einem so unentschiedenen, unentschlossenen Markt gehört es wohl leider mit dazu, genau diese Situation regelmäßig zu verpassen. Also soweit der DAX, hätte ich fast gesagt, der Dow Jones. Der DAX, der hat es heute immerhin auf die 14.000 wieder mal geschafft, also ein bisschen höher. Einige hatten das ja auch vielleicht schon so halbwegs auf dem Radar gehabt im Blick des Open Interest. Wo sind wir da wie aufgestellt? Wo ist das möglichst ausgeglichen? Wo treibt es den Markt hin? Heute ja kleiner Verfallstag. Ja, das mag eine Rolle mitgespielt haben, allerdings passt es in das Szenario eben auch, was der Markt uns hier aktuell gerade bietet. Beim S&P 500 hier der Future drauf, ich habe hier sogar die alte Zeichnung nochmal drin, das fände ich eigentlich hübsch, wenn er das hier macht. Aber nicht immer passiert das, was ich hübsch finde, vorsichtig, das ist also nicht überbewerten, nur weil ich das jetzt hier gezeichnet habe. Aber es wäre zumindest mal eigentlich ein ganz klassisches Bild, wenn er hier runterkommt. Aber auch hier sehen wir, dass die Abwärtsbewegung ja, mühsam zu sein scheint, insbesondere wenn der Kurs jetzt hier diese steilen Flanken dann eben nach oben macht. Ja, was kann man aus so einer Situation tun? Ich bin ein ganz großer Freund davon, nicht jetzt irgendeine Richtung aufzuspringen und zu sagen, der wird ganz bestimmt, das ist nicht mein Stil. Das ist natürlich Geschmackssache. Einige ärgern sich mehr, etwas zu verpassen, aber das ist etwas, wo ich sage, dattelt ihr das mal untereinander aus und wenn ihr euch geeinigt habt, wer jetzt wieder Oberhand habt, die Bullen oder die Bären, dann mache ich mit. Das heißt nicht, dass man auch nicht in so einer Situation handeln kann. Ich mache nur mal so ein paar Beispiele, einfach auch als Eyecatcher. Ich will damit nicht sagen, dass ich jede diese Situation gehandelt habe, aber wenn ihr hier eine Situation habt, die so aussieht und dann eben wackelig beispielsweise oder so aussieht und dann eben wackelig beispielsweise, dann habt ihr eine Idee, in welche Richtung es vorzugsweise geht. Ja, also das ist eine Idee und ich denke immer an Trigger ist zum Beispiel das letzte Zwischenhoch. Das ist nicht unbedingt die härteste Kante, um in den Markt reinzukommen, die gewinnmaximierende, aber eine, die eben auch in der Regel nicht wirklich teuer ist, weil man meistens nicht fälschlich reinkommt. Meistens ist ein dehnbarer Begriff. Ich kann euch garantieren, auch hier machen wir bei dieser Überlegung, die grundsätzlich gerade jetzt bei den paar Beispielen, die ich jetzt hier gezeigt habe, super funktioniert hätte. Nein, ich will euch warnen, das geht natürlich nicht immer gut, aber die Verlustseite ist im Verhältnis zu der Gewinnseite, wenn die Bewegung dann anzieht, tatsächlich eher unausgeprägt, also sprich keine großen Verluste. So, wie sieht es hier am aktuellen Chart hier aus? Gucken wir nochmal den Nasdaq an. Der ist jetzt zumindest in der letzten Bewegung wieder nach unten und das ist jetzt etwas, was ich wiederum total cool finde. Ihr wisst, ich mag steile Bewegungen, das würde ich als solche durchaus einschätzen. Was wir jetzt brauchen, ist etwas ABC. Wichtig, also es muss schon irgendwie nicht nur so, ja, Gegenbewegung. Nein, es muss schon entweder ABC sein oder alternativ eben etwas, was mehrfach wackelt. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Also wo ich erkennen kann, so, das ist eine Aufwärtsbewegung, das ist eine Abwärtsbewegung. Welche ist stärker? Welche hat mehr Power? Welche hat mehr Durchsetzungskraft? Ich denke, man käme auf den ähnlichen Schluss, nämlich dass das wohl hier die etwas massivere Bewegung ist und dass dann im Anschluss zum Beispiel, jetzt machen wir mal hier das Beispiel. Vorsichtig, das ist noch Fantasie, das Blaue ist nur gemalt, das ist nicht schon jetzt definiert, dass das genauso passiert, aber wenn es irgendwie so ist, dass sich dann die Abwärtsbewegung nochmal fortsetzt. Alternativ machen wir nochmal das Beispiel, wenn wir so eine Bewegung bekommen, dann ist der Einstieg natürlich dann unter dieses Tief zu setzen und vorsichtig, nicht unter dieses Tief, sondern unter dieses Tief, um dann die Fortsetzung zu bekommen.
Kriegen wir das denn jetzt? Puh, ja, wenn ich das wüsste, ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich weiß allerdings für mich, wenn wir eine dieser beiden Varianten bekommen, dann habe ich eine Idee. So, haben wir die Variante schon bekommen? Aktuell noch nicht. Das ist eigentlich super, dass der Markt gerade nicht mit uns mitspielt. Im Moment zeigt sich noch eher das Bild 1, 2, 3, 4, 5. Was hat sich verändert? Quasi gar nichts. Wir warten auf die ABC oder auf die wackelnde Geschichte hier und haben dann eine Möglichkeit, uns hier auf der Abwärtsseite triggern zu lassen, um diese Bewegung mindestens nochmal zu bekommen, mit vielleicht sogar Chancen auf mehr. Das kann man sich dann überlegen, ob man Gewinnmitnahmen macht oder ob man sagt, ich lasse es laufen und ziehe den Stop hinterher. Wie wir sowas machen, zeigen wir ja immer wieder im Trade des Tages, wo wir einzelne Trades vorstellen. Nicht alle gehen positiv aus. Wir hatten neulich jetzt eine, gestern, vorgestern, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, da hatten wir eine Währungspaar. Das ist nicht gut ausgegangen, da ist der Kurs dann doch noch in die andere Richtung gelaufen, aber der Verlust ist verhältnismäßig klein. Andere Trades, die dann laufen, die bringen ein Vielfaches des Gewinns, sodass man dann sagen kann, selbst wenn nur eine 50-50-Chance besteht, aber ich immer doppelt so viel verdiene, naja, was soll da schon passieren? Da kann man eigentlich langfristig zumindest nicht auf der Verliererseite sein. So, also insofern. Das als Anregung, Trade des Tages einfach anmelden, Link hier unten drunter. Wer solche Nachrichten und auch vielleicht aktuelle Updates mal im Laufe des Tages mal auf Smartphone als kleinen Videobeitrag haben möchte, der meldet sich bei Born for Trading an. Link hier auch unten drunter. Guckt euch das einfach mal an, ob das was für euch ist. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Wenn wir uns vorher nicht mehr im Markt sehen oder an anderer Stelle, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, tradet erfolgreich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.